Hallihallöchen, der Lars hier. Willkommen zurück bei Super Mario Bros. X, A Kingdom at War. Wir haben jetzt zwei Level zur Auswahl. Eins davon ist wahrscheinlich ein Bonus-Level. Weil hier, wir haben ja hier geheimen Ausgang von den roten Level hier. Und das, der geheime Ausgang führt ja nach oben. Aber, der sieht aus wie ein normales Level. Und unten sieht aus wie ein Bonus-Level. Deswegen würde ich eigentlich unten jetzt das machen. Letztendlich ist es scheißegal, wenn ich das eine fertig habe, mache ich das andere. Zorme, Shenanigans! Und ich werde wieder erwartet. Hey, mein Freund! Neuigkeiten verbreiten sich hier ziemlich schnell. Bowsers Truppen haben diesen Bach übernommen und ihn in eine Sägemühle umgewandelt. Sie roden unsere Bäume und nutzen das Holz zum Bau ihrer Panzer und Waffen. Wir benötigen deine Hilfe. Hier, lass mich dich unterstützen. Yay, Trampolin. Ich krieg sofort eine Feuerblume. Was für ein Service. Ja, ist wieder so ein Sägeblatt-Level. Okay. Hatten wir zwar eigentlich schon mal. Aber da waren es die Dorfbewohner selbst, die den Wald abgeholzt hatten. Warum? Ah. Ich kann da hochklettern und dann habe ich da ein Leben. Brauche ich jetzt unbedingt. Ja, ich glaube, das Feuer tut weh. Lass ich mal sein. Bowsers sich auf den neuesten Stand der Technik befindende Sägemühle. Keine Klempner erlaubt. Geh ich halt wieder. Ich könnte da unten lang. Will ich das? Kann erstmal. Achso, das sind diese komischen Dino-Plattformen von den Dino-Boss-Level. Boss. Dino-Boss. Und da ist ein Block. An den will ich ran. Da komme ich nicht ran, wenn man mich nicht lässt. So. So viel zum Sägewerk. Das sägt ja gar nicht das Holz, weil es nicht berührt. Doch, das hier berührt es. Einmal da durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bäh. Oh. Das Abgrund. Ich hätte da auch jetzt mich an der Kette festhalten können. Nicht erschlagen lassen von Holz. Ich bin der Luigi. Ich kann hochspringen. Ich muss nicht da hochklettern. Ja, ich liebe Ranken. Ich hasse das. Ich hasse das. Es gibt nur eins, was ich noch mehr hasse. Und das sind Flederflügel. Die gab es im letzten Level. In diesem ein Glück nicht. Da kommt erstmal Holz runter. Ja, kannst mal da die Fuhre da beenden da. Warum brennt denn das hier? Was ist denn das hier? Ist ein NPC. Oh nein! Ein Teil unseres Holzes hat Feuer gefangen. Jetzt bin ich hier eingeschlossen. Normalerweise wärst du sogar jetzt tot. Weil, wegen mir und ich... Da ist ja gar keine Decke mehr. Jetzt haben die Stacheln, die Scheiße. Die Scheißdinger haben jetzt Stacheln. Wisst ihr was? Dich nehme ich mit. Obwohl das vielleicht gefährlich ist. Oh Gott. Den Regenbogenpanzer denn an der Stelle ist... Oh, Scheiße. Ha! Haha! Kaputt gemacht. Ich bleib mal auf den Ding stehen. Oder? Bleib auf den Ding stehen. Das hat früher aufgehört, als es aussah. So eine Scheiße. Wieder mal ein Checkpoint. Das kann nicht wahr sein. Na gut, dann renne ich jetzt da durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Das Ding hat mich so getötet. Damit habe ich jetzt erst recht nicht gerechnet. Man kann ja nicht mit allen rechnen.
Also Speedrun-Technik hat jetzt hier nicht funktioniert. Haben wir gelernt. Muss schon ein bisschen mit Bedacht machen. So ein bisschen. Mal ist die Umgebung dein Feind, mal dein Freund. Geh wieder oben lang. Der kann mir ja erschlagen werden. Zumindest jetzt noch nicht. Ah, da gibt es ja nur einen Pilz. Ich brauche keinen Pilz. Hier einmal da durch, darüber. Scheiß drauf. Schneller. Nicht erschlagen lassen. Halt die Feuerblume wieder verloren. So, den Scheißbereich fertig. Und dann kurz warten. Da kann ich rüber. Ich brauche nicht hier ewig warten. Jetzt halt gar keine Decke mehr. Sehr schön. Jetzt die Stachelscheiße. Ich nehme den wieder mit da oben. Den Jungen. So. Und dann warten wir, bis da die Dings da weg. Glitscht. Abrupt. Und abrupt hat's das abgerupt. Und gleich kommt dann der Regenbogenpanzer. Yay. Pilz. Scheiße. Oh. Eindringling-Alarm. Vernichte Feind jetzt. Oh, scheiße. Das ist fies. What the fuck? Wollte ich behalten. Blödes Sicherheitssystem. Ich hasse meinen Job. Ah. Momentum. Das war jetzt mega kacke. Springst du auf den blöden Vieh rauf und der baut sich tot. Super. Großartig. Sehr, 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 sehr fair. Fuck. Ist ja nicht gesprungen. Ich brauch doch hier Leben, um hier schnell durchzukommen. Er hat sich da nicht festgehalten. Das Level macht mir wieder mal Probleme. Level, die mir Probleme machen. Wenn auf immer die komischen Dinger da lang fliegen. Da hat's gehuckelt. In den ungünstigsten Momenten passiert immer so eine Scheiße. Normal, hey. Weil es so spaßig ist. Mach mal eine. Oh, Scheiße. Wow. Oh Gott. Nein, ich hasse Rankengedöns, Kletterscheiße. Jetzt sollte er sich nicht mehr festhalten, also sich weiter festgehalten. Sollte abspringen, die Sau. Sollte abspringen. So eine Kacke auch noch auf Geschwindigkeit. Ihr kriegt die Krise. Wenn die Scheiße auf immer angeflogen kommt. Halt dich fest! Kein Verlass auf die Scheiße. Gott. Nein, er springt zu kurz. Das ist Wahnsinn. Fuck. Hätte ich fast gerettet. Hätte ich fast.
So, bin ich da wieder lang und dann... Ja, die haben wir schon geredet, blöder Penner. Mitarbeiternotiz. Obere Panzerteile voraus. Ich weiß nicht, wie weit ich mich hier noch beeilen muss. Na, um mit mir da. Muss ich jetzt echt oben lang? Achso, ja, das ist ja keine Decke. Das ist ja keine Decke. Das ist ja keine Decke. Ein Glück ist das Luigi, der kann ein bisschen weiter und höher springen. Wetten, oben ist der Stern. Oder auch nicht. Oh Gott, nein. Oh Gott. Fuck! Er war vorher tot, bevor ich auf ihn aufbouncen konnte. Warum jetzt dieses Zeit? Ah. Ich krieg das schon hin. Ich mach das schon. Und ich muss immer noch den Stern finden. So. So. Ah, fast wieder. Frag mich, was da eigentlich zu Bruch gegangen ist. Ich brauch das da. Nö. Schneller. Ich weiß nicht, ob da das Ding wiederkommt. Beziehungsweise, ob da nicht gleich... Kommt nicht gleich der blöde Panzer? Der Regenbogen? Bäh. Wäre noch genau auf die Stachel, scheiße. Wieder genauso weit wie gerade eben. Nein! Ich hasse das Level. Boah, jetzt ist er wieder nicht gesprungen an der Stelle, so eine Scheiße. Was auch immer das macht, dass ich den da töte. Mach, Henna! Die Stelle hier finde ich dämlich. Mit dem Feuer. So, ein bisschen abkürzen. Was geht. Was schön ist. Als darf ich da... So. So ist doch wunderbar. Jetzt die Frage. Warum ist das blöde Drecksding wieder da, blöde Vieh? Mauser. Aha. Na, dachtest du wärst mich losgeworden? Nun, ich, General Mauser.
leite diese Sägemühle und ich werde sicher gehen, dass dies dein letzter Besuch hier sein wird. Immer noch nicht tot. Das war jetzt nicht so schwer, den zu besiegen. Das war. Kommen jetzt noch mehr Bosse? Geht's da rein? Nein. Wie sieht's aus mit einem Stern? Ich muss da unten durchspringen. Okay. Danke für deine Hilfe. Da General Mauser ein für alle Mal besiegt wurde, wird der Pilzwiderstand diese Sägemühle nun zerstören. Verpiss dich, Kackding. Merci beaucoup. Vielen Dank. Ist multinational hier. Jetzt hat's kurz geruckelt wieder. Stern. Stern. Stern? Stern? Ist in den Leveln ein Stern? Müsst ihr eigentlich? Mike, jetzt das nächste? Mike, was? Wasserfallwanderung. Wandern. Also, ich bin im Wasser. Willkommen bei Absom Wasserfälle. Erlebe die Magie der Natur. Keine Selfies erlaubt. Ich hab ja keine Kamera. Ich hab ja nicht mal... ein Smartphone? Was ist denn das so ein Monster-Ding? Hätte nicht wieder... war ja clean. Hätte ja gar keinen... Ich will nicht mit den komischen Vieh im Wasser sein. Terror. Okay, da oben schießen wieder Sachen. Terror-Delfin. Wann? Da. Rote Münzen. Muss alle rote Münzen machen und dann... Aha, okay. Ist... Daneben. Seeigel sind ein gängiger Anblick in diesem Gebiet. Sie können sich auch auf trockenem Land bewegen, also passen Sie auf, wo Sie hintreten. Verschwinde, Kackpanzer! Nee, das war da. Der Panzer ist weg. Soll aufhören zu schießen hier. Oh nein, unsere Fracht! Sie wird das Schiff versenken! Die blöde Textbox hat mich... Okay. Oh Gott! Dann schießt da noch die Gedöns da rum. Ist hier noch eine rote Münze? Da ist ein... Boot. Okay. Ich hätte gern einen Pilz. Ach Gott. Schwimmen. Gehe ich jetzt unten weiter? Oder oben? Terrorgedöns. Man kann auf den Spin jumpen? Nein, kann man nicht. Die Folge wird lang. Merke ich gerade. Kann ja nur lang werden. Ich habe ja gerade eben ewig gebraucht für die Scheiße da. Menno! Was ist denn da? Was war denn das für ein Geräusch? Da. Okay, dann gehe ich erstmal... Kann ich die Scheiße damit töten? Ja, kann ich.
Gehe ich jetzt hier zuerst lang? Da ist Terror-Delfin. Ich kann ja wieder hochschwimmen. So, vielleicht, wenn mich die Viecher da lassen. Ey, Koopa, du bist mir ein bisschen im Weg. Kriege ich hier was Schönes? Ja, das ist okay. Ich hätte irgendwie lieber eine Eisblume, damit ich die Dinger... Kann ich die damit töten? Nein. Ich hätte lieber eine Eisblume. Steht fest. Sind die Terror-Delfine damit zu erledigen? Ah, hier geht's hoch. Die rote Münze habe ich. Ich muss jetzt immer irgendwie unten und oben gucken, ob da was ist oder wie. Bäh. Da ist eine rote Münze. Die will ich natürlich auch. So ist es Brauch. Ich hätte da schon rüber gehen sollen. Weg damit. Sind bestimmt nicht tötbar damit, nein. Aber so ein Blubber kann damit sterben. Muss ich euch jetzt hinterher schwimmen? Ich komme leider so nicht da. Schwimm nach oben. So. Die können aber hochschwimmen. Bleh. Nicht auf den laufen, du sollst klettern. Weg damit. Wie hast du mein Versteck gefunden? Ich verstecke mich hier vor Bowsers Truppen und ich habe so viel Angst, mich dem Pilzwiderstand anzuschließen. Trotzdem kann ich dir helfen. In der Umgebung gibt es 8 rote Münzen. Wenn du alle 8 findest, würde ich am Ende des Levels einen Preis erwarten. Solltest du jedoch sterben, musst du alle 8 roten Münzen nochmal sammeln. Nach der Tortur gerade mit den Sägemühlen-Level. Jetzt so eine Scheiße? Ich! Honk! Ich laufe einfach ganz langsam da hoch. Weil vielleicht ist ja hier dann nochmal eine rote Münze. Jetzt zeigt natürlich die blöde Scheiße nicht mehr da. Nein, ich wollte ihn haben. Ihr könnt springen. Jetzt die Frage, kann ich auf euch spinjumpen? Oh, ihr seid damit sogar erledigt. Hahaha. Echt mal, ich gehe wieder oben lang. Obwohl, scheiße. Ist egal. Da ist nichts weiter. Ich glaube, das Level ist noch ein bisschen länger, weil wir haben ja... Wie viele haben wir jetzt? 3? Das war so dumm und unnötig. Ich brauche meine Leben. Ansonsten geht es doch hier wieder von vorne los. Hier im Wasser ist doch bestimmt auch eine rote Münze. Hier im Wasserfall. Nee, da sind aber... Warum? Ach Gott. Nein, nein, warum? Ah, man kann einfach auf den normal rauf. Ja, ein Check. Ach nee, bringt mir ja nichts, wenn ich nicht alle roten Münzen bekomme. Die roten Plattformen werden, sobald du sie betrittst, runterfallen. Also beeil dich. Von wegen, die fallen sofort runter. Da kommt ein Vogel. Nimm mich doch mal mit hier.
Ha! Kaputt gemacht! Nehme ich mit als irgendwie Verteidigung. Das war dumm. Ich bin ein Dämon. Guckt euch an, wie dumm ich bin. Das bestimmt ein Power-Up drin. Ich brauche ein Power-Up. Ich brauche das. Mond, ein Dreierleben. Wer braucht die Scheiße? Ich müsste wahrscheinlich auch unten wieder lang. Reicht das? Nein. Oh, guck mal an. Funktioniert das? Nein. Die kommen ja immer noch raus, die Scheißdinger. Ich glaube, die konnten mich nicht verletzen. Die auf dem Kopf. Panzer. Feuerblume, yay. Das wird ja immer mehr. Ey! Gerade hat sich etabliert, man kann auf die rausspringen und dann ist wieder nicht mehr, oder was? Muss halt die Hitbox richtig treffen, wahrscheinlich. War hier noch eine rote Münze? Nein. Warum geht es denn hier überhaupt lang, wenn hier nichts ist, soweit? Damit man das da oben einfach sein lässt, ganz ehrlich. Jetzt gehe ich wieder lang, so eine Scheiße. Ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. So. Wir bringen das jetzt ganz, ganz sicher nach Hause. Den Scheiß haben wir ja hinter uns hier. Ein Glück. Scheiß Motherbrain-Glas. Gedöns. Nächster. Die Musik, als terrorfliegende Terror-Delfine. Die Musik ist viel zu entspannt. Ich hoffe mal, ich habe denn soweit alle. Da geht's nicht lang. Da ist... Ich glaube, das ist die letzte. Ich hoffe, das ist die letzte. Hier wird der Preis für das Sammeln der 8 roten Münzen erscheinen, sobald du alle gesammelt hast. Ja, ich weiß. Ich will jetzt nicht den Dings verlieren. Ich will den Fehler töten. Da war das Geräusch für den Stern. Dankeschön. Den habe ich gern. Jetzt immer noch die Frage, ist in der Kacksägemühle ein Stern? Ich werde jetzt, glaube ich, in den Editor mal gucken. Ganz toll, hätte ich nicht machen brauchen. Doch, für einen Stern. Für einen Stern hätte ich das machen müssen. Yay! Ja, ich werde in den Editor mal gucken, ob da in den Level irgendwo ein Stern war. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder am Ende der... Oder hängt das jetzt gleich nochmal ran. Ja, bis... ja, Mike, wie... Da! Ich weiß jetzt, wo der Stern ist. Und das findest du nicht, wenn du nicht weißt, wo es ist. Weil ich muss mich jetzt da... Muss da auf so ein Brett. Ich
braucht er zum Brett. Wow! Alter, warte, knapp. Die Bretter fallen ganz schön schnell. Ah. Wer lässt sich denn da mal random runterfallen? So in die Scheiße. Dass du hier zu der Röhre vielleicht kommen kannst. Wenn du die da hier beim Hochklettern siehst. Das ist ja okay. Aber du kommst ja dann auf die Weise nicht hier hoch. Du kommst ja hier nicht hoch. Kommst ja nicht. Übrigens. Bis zum nächsten Mal hier bei Super Mario Bros. X. Euer Lars.